Und willkommen zum Torwandschießen. Eigentlich wie so ein spanisches Stadtderby. Mit Murat Uçak aus Neumünster. Grüß dich. Und Stani, du kannst dich warm anziehen, denn wir sehen jetzt mal, was Murat so kann am Ball. Das, was du hier, das, was du mit dem Außenriss machst, das kommt hier per Fallrückzieher. Ordentliches Ding. Spezialität von dir, Murat? Nee, kann man nicht sagen. Machst deine Tore ansonsten ganz geschmeidig mit rechts oder links? Oder per Kopf. Oder per Kopf, ja. So, und los geht's mit Stani. Rechtsfuß, drei unten, bitteschön. Oh, der hat reingeguckt. Der hat schon reingeguckt, du. Ja, ja. Kleiner gemacht. Näher kommst du nicht mehr ran. Oh, ich glaub, der war drin. Zeitlupe. Frage in die Regie, war der drin? Ja, nein? Ja, drin. Okay, war drin. 1:0, Stanislavski. Ah, okay. Schauen wir noch mal kurz auf die Slow-Mo. Auf die verlangsamte Wiederholung. Ja, Netz zappelt ein bisschen. Mitgefühl, sehr schön. So, Murat, drei unten. Die Jungs vom FC Rea Puls schauen zu. Zweiter Versuch jetzt. Oh. Murat versucht's mit, warte. So, dritter Versuch zum Ausgleich rechts unten. Nee, soll da noch nicht sein. Aber oben gleich mit dem Außenriss, das wäre, der zählt dann vielleicht ja, zwei. Ja. Stanislavski, oben links. Der hat sich was vorgenommen. Führt 1:0 gegen Murat Uçak. Ja. Jetzt würde ich sagen, der letzte, wie immer Außenriss, oder? Ich bin jetzt völlig im Tunnel. Außenriss. Schon wieder? Ja, natürlich schon wieder. Schade. Aber die Führung. Murat, drei Chancen zum Ausgleich. Den feuern wir jetzt noch mal richtig an. Den Mann aus Neumünster. Vorletzter Versuch. Und jetzt. Okay. Schade, Murat. Aber trotzdem toll, dass du da warst. Und nochmal Glückwunsch an Stani.